Es ist unwichtig, ob eine Leistung groß oder klein ist. Viel wichtiger ist, dass man das, was man tut, mit ganzem Herzen tut. Egal wie viel Armor ich wachse, ich rap mit Geistern. Es ist unantastbar, das letzte Einhorn in dieser Märchenwelt. Ich ernähr mich vom Devil und form aus unser aller Scherben einen neuen Menschen. Fähig im Dreck zu leben, der keine Krankheit kennt und sich selbst versteht als ein Tropfen im Ozean. Jemand, der seine Opfer mit Wohlgefallen auf der Erde zurücklässt und so viel Schmerzen trägt, dass der Todlos noch ein Mückenstich sein wird. Er wird gerade gehen, als ob sein Rückgrat eisern und beinahe metallisch ist. Und das, obwohl er nur Pflanzen frisst. Er wandert immer und wird in der Welt so aus. Sein. Er weiß, was Freiheit bedeutet und wird kein Geldschein brauchen, um sich auszuweisen. Er weiß verdammt gut, wer er ist und dass das immer wieder sein Tun bestimmt. Kein Gedanke wird ihn jemals entmutigen, wertvoll zu sein. Er lernt schon vom Kleinsten und weiß Bescheid, dass wahre Größe nicht immer mit atemberaubender Schönheit gesegnet ist. Ihm fehlt's an nichts, weil er auch nie mehr hatte. Er liebt den Schatten, weil er weiß, dass nur Lichter dahinter warten. Er sieht durch die Dunkelheit, sieht das große Ganze und das Unikat. Es gibt keinen Prozess ohne Widerstand. Er weiß um die Magie in allem, um das Weiße, das Schwarze und das Miteinander, um das Leid, die Erfahrung und das Innere. Yo, der neue Mensch wird gelernt haben, seinen Dämon zu seiner eigenen Entwicklung zu nutzen. Er wird von ihm lernen, er wird sein Verhalten kennen, seine Stärken, seine Schwächen. Der Dämon wird machtlos sein, er wird sich wehren und mit Schmerzen drohen. Aber der neue Mensch ist seine Ängste los und auch die Kontrolle hängt an einer sehr dünnen Schnur. Da draußen ist eine unsichtbare Revolution und sie wird nicht mit Waffen geführt. Sie hat im Geist begonnen und sie endet dort. Eine Kettenreaktion ohne Schnittstelle. Man kann sie nicht unterbrechen, nur ihre Geschwindigkeit ändern. Der neue Mensch braucht keinen Wissenschaftler. Er ist das Friedvollste, was aus uns noch werden kann. Ja.